Herzlich willkommen zum Dogfest at Home 2021. Nicht direkt in einem privaten Zuhause, wie man hier erkennen kann. Wir sitzen hier im wunderschönen Silbersaal des Deutschen Theaters in München. Und München ist schon das richtige Stichwort, denn der Film, um den es jetzt geht, das ist ein Film aus unserer Reihe Münchner Premieren. Auch diesen Film können Sie zu Ihrem Publikumspreisgewinner machen. Das ist der Kino-Kino-Publikumspreis, gestiftet vom Bayerischen Rundfunk und von Dreisat. Und ich freue mich sehr, die Regisseurin hier bei mir zu begrüßen von Das Selig, nämlich Tanja Cummings. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich Danke willkommen. Danke für die Einladung. Und Sie haben auch gleich schon zwei Ihrer Protagonisten quasi digital mitgebracht. Und ich sehe auf der linken Seite Joram Ronell. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und Benjamin Rosendahl ist auch mit dabei. Hallo. Hallo. Wollen wir mal ganz von Anfang an natürlich anfangen. Wie ist die Idee gekommen, das Café Selig so zu porträtieren? Hat es was mit Nathan Großmann zu tun oder wie ist es gelaufen? Ja, Nathan Großmann, der ist tatsächlich, er ist ein regelmäßiger Gast vom Café Selig. Mhm. Und mit ihm hatte ich 2015 schon einen Dokumentarfilm gemacht. Genau. Mhm. So. Und wie das dann zustande kam, dass wir einen Film machen über das Café Selig, war dann über Joram Ronell, mhm, der zum, glaube ich, zum einjährigen Jubiläum vom Café Selig diesen Film, Linie 41, zeigen wollte. Und so haben wir uns dann kennengelernt und so hatte Joram Ronell dann die Idee, doch vielleicht einen Film zu machen über das Café Selig. Ja? Und meinte dann, ich sollte mal des Öfteren vorbeischauen im Café, mhm, Selig, mir das angucken, ins Gespräch kommen mit den Gästen dort. Und so hat sich das dann allmählich entwickelt. Mhm. Ja? Vielleicht können Sie uns, Herr Ronell, mal erzählen, wie die Idee wiederum zum Café Selig entstanden ist. Also Sie haben es ja, initiiert. Was war so der Ursprungsgedanke? Wie hat das Ganze angefangen? Also das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück und ich sehe gerade auch in unseren At-Home- und Corona-Themen, wie wichtig eigentlich dieses Café geworden ist und wie schade es ist, dass wir im Moment das Café nicht abhalten können. Mhm. Und Benjamins Eltern werden etwas dazu sagen können und Benjamin sicherlich auch. Und etwas, was wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit wurde, ist mit der jüdischen Gemeinde in München. An der Stelle wirklich vielen Dank sagen muss, dass die das wirklich so wunderbar betreuen und machen und immer noch machen mit vielen Aktionen. Es gibt gerade eine Aktion, wo man Romy und Julia Programm genannt hat. Also man trifft sich vor dem Balkon, hat man sich getroffen jetzt von den Leuten und hat unten gesprochen, dass die Leute oben sozusagen am Balkon stehen können und etwas Kontakt noch aufrechterhalten. Mhm. Der Hintergrund ist, dass wir, dass es eine Art, also es war eine Erkenntnis, dass wir gesehen haben, dass die Leute, die älter werden, das ist jetzt nichts Spezielles, was für diese Gruppe von Teilnehmern oder von Gästen eine Rolle spielt, wenn die Leute älter werden, entsteht plötzlich ein Bedarf oder ein Bedürfnis, über das Leben zu sprechen und über das Leben nachzudenken und irgendwo dieses, was geschehen ist, auch nochmal mitzuteilen. Und es gab im Rahmen der jüdischen Gemeinde eine Dame, die sich sozusagen sozialarbeiterisch gekümmert hat und die wirklich überflutet wurde von Menschen, die ihr Schicksal erzählen wollten und irgendwie auch nochmal versuchen wollten, in irgendeiner Weise auch was zu klären für sich. Und damals war ich in München und habe als Psychotherapeut und Analytiker in der Klinik gearbeitet und habe viel mitbekommen, wie dieser Bedarf ist. Und was sehr erstaunlich war, dass man plötzlich gemerkt hat, es ist jetzt damals so 70 Jahre nach dem Ende des Holocaust, dass es noch kein spezielles Angebot eigentlich gibt für diese Gruppe von Überlebenden, die in München mehr, also wo es mehr gibt, als man dachte. Leute, die zum Teil hochbetagt waren, die auch inzwischen verstorben sind leider, aber auch Leute wie zum Beispiel Benjamins Eltern, die als Kinder überlebt haben, überleben konnten. Und wie viele Menschen sozusagen dieses Thema so mitgenommen haben, über das Leben vielleicht gar nicht geredet haben, den Nathan Großmann gerade erwähnt, der viele Jahre später erst angefangen hat, über seine Geschichte überhaupt zu erzählen. Und dort einen Ort zu schaffen, wo es auch nicht jetzt eine, also es ist kein Ort, wo man kommen muss und über seine Traumatisierungen sprechen soll, sondern es ist ein Ort,
indem man eben nicht erklären muss, vielleicht, was es bedeutet, diese Art von Extremtrauma da irgendwie überlebt zu haben. Das ist eigentlich die Idee gewesen. Und wir haben dann, ja, es gab dann so Ideen von, wie nennen wir das Ganze? Und das ist eine Begegnungsstätte. Und ich weiß nicht, für die man muss ja auch Gelder beantragen, wie das dann irgendwie finanzieren. Und das ist dann alles so in der Logik von Stiftungen. Und eine Kollegin, die eben aus der Sozialabteilung in der jüdischen Gemeinde mitgearbeitet hat, hat gesagt, nein, wir nennen es Café, ein Café Selig. Und da ist was sehr Schönes entstanden. Wie haben Sie das zum allerersten Mal erlebt? Wie war das, als Sie da hingekommen sind und wahrscheinlich auch geguckt haben, okay, wie kann ich hier was erzählen, wie möchte ich hier einen Dokumentarfilm machen, wie wurden Sie da empfangen? Also ich war damals war so bei dem ersten Mal, man sieht es ja auch im Film, da war das Café Selig noch in der Georgenstraße in so einer Art Wohnung. Und ich war von Anfang an total beeindruckt und begeistert, irgendwie wie lebendig das dort zuging. Ja, also es war immer so eine sehr fröhliche Stimmung. Ja, alle haben sich riesig gefreut, sich zu treffen, und ja, sozusagen das war wie so ein fester Punkt in der Woche. Ja, für viele der Gäste dort. Und dann, okay, als wir dann wussten, okay, wir machen einen Film, wir möchten gerne einen Film machen, dann war natürlich die Schwierigkeit, was werden wir denn erzählen? Ja, wir können ja nicht einfach nur immer wieder ins Café Selig kommen, einfach die Kamera dahinstellen und schauen, was passiert. Aber so war es ja dann tatsächlich auch. Wir kamen dann mehrere Male hin in das Café Selig, so über einen Zeitraum von, ich weiß gar nicht, 6 Monaten oder so, und haben dann tatsächlich einfach nur geschaut, was passiert, und haben überhaupt nicht irgendwie eingegriffen oder so, sondern haben dann halt nur gesammelt, ja, und beobachtet. Und dann war dann natürlich auch die Aufgabe zu schauen, was erzählen wir denn tatsächlich. Ja. Und deswegen bestand dann die Aufgabe darin, zu finden, mit wem können wir auch zum Beispiel nach Hause gehen, mit wem können wir, wer wird uns vielleicht etwas erzählen, etwas mehr erzählen, mit wem werden wir vielleicht sogar auf Reise gehen können, was dann auch passiert ist dann wieder mit Nathan Grossmann, was dann für mich dann einfacher war, weil wir uns schon sehr gut kannten, und dann mit Henry sozusagen, ja, nochmal auf Reise zu gehen und zu schauen dann, was durch diese Reise dann passiert. Wurden die Reisen von Ihnen initiiert für den Film? Also ja klar, also wir wussten woher stammen die beiden. Und ich habe dann halt vorgeschlagen, hättest du Lust mitzukommen nach Łódź, nach Skierz, nach Izbice-Kujawska oder bei Henry, genauso bei ihm, bei Henry Rotmensch war das Besondere, dass er seit der Kriegszeit, also seit seiner Verschleppung 1939 gar nicht mehr, 80 Jahre sagt er, war ja gar nicht mehr dort gewesen. Und es war dann natürlich für ihn sehr... ich weiß gar nicht das richtige Wort, das war schwer zu fassen, ja, wieder zurückzukehren und dann, ja, zu schauen, was erkennt er noch, was erkennt er nicht, wen trifft er dort vielleicht, ja, welche Gebäude sieht er, welche erkennt er, was geschieht hier überhaupt. So. Wie war das bei Ihnen, Herr Rosendahl? Erstmal, wie kam Ihre Familie dazu, bei dem Film mitzumachen? Waren Sie sofort Feuer und Flamme, als Sie Frau Cummings kennengelernt haben, oder wie ist das Ganze passiert? Ich schieße voraus, dass es aus zweiter Hand ist. Also ich kann nur das wiedergeben, was meine Eltern gesagt haben. Aber meine Eltern waren, obwohl sie keine aktiven Erinnerungen haben, ja, sie waren sehr jung. Also meine Mutter ist 43 geboren, mein Vater 42, aber ist trotzdem erste Generation und ich bin zweite Generation, und daher waren sie im, ich denke, eigentlich von Anfang an dabei im Café Selig. Und es kam noch hinzu, also das ist so vielleicht ein bisschen eine glückliche Fügung oder ja, dass wir vor zwei oder drei Jahren, also das Kloster gefunden haben, wo meine Mutter versteckt war und dahin gefahren sind. Und das war also ähnlich wie bei Henry Rotmensch, das war auch das erste Mal,
das erste Mal für mich überhaupt und das erste Mal für meine Mutter, erstmal nach Polen zurückzukommen. Ja? Also meine Großmutter wollte nie zurück nach Polen, was auch ein bisschen ironisch ist, dass sie also in Deutschland Jahrzehnte gelebt hat, aber nicht nach Polen zurück ist. Aber vielleicht ist es eher, ja, es sind so die persönliche Erinnerungen damit verbunden. Und ja, und das, man sieht seine Stadt ohne die Menschen, die drin waren, ohne die Familienangehörige, die alle ermordet wurden und Freunde und so weiter. Auf jeden Fall, also die Geschichte ist ja, dass, also ich hoffe, es macht nicht aus, dass ich ein bisschen ausschwenke. Ja, klar. Bitte. Dass, also mein Großvater ist ermordet worden und meine Großmutter hat überlebt und sie ist dann nachher in dieses Kloster, um meine Mutter sozusagen abzuholen. Und das Gefühl zumindest, das meine Großmutter hatte, ist, dass die Nonnen lieber meine Mutter eine katholische polnische Familie gegeben hätten, anstatt, ja. Und deswegen hat sie gesagt, sie muss zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Katowice. Und von Katowice hat das Kloster einen Brief bekommen, dass meine Mutter verstorben wäre. Ja? Also was wir denken ist, dass entweder meine Großmutter das selbst geschrieben hat oder irgendwie arrangiert hat, dass der Brief verschickt wird, weil sie Angst hatte, dass die Nonnen sie ihr hinterhergehen und vielleicht noch irgendwie meine Mutter entreißen. Also das ist so das, was wir denken. Auf jeden Fall hat eigentlich, also meine Frau hat sie gesagt, ich habe ihr die Geschichte erzählt, also ich kannte sie auch nur so in diesen großen, groben Ausmaßen, ja, also nicht mal, was das für ein Kloster war und wie es hieß und so weiter. Und sie hat gesagt, schreib sie an, vielleicht lebt noch irgendwer, wird zwar sehr alt sein, eine von den Nonnen, aber und vielleicht erinnern sie sich. Und dann habe ich Kloster Sosnowitz gegoogelt und mir einen Brief nach Polnisch übersetzen lassen. Und tatsächlich haben sie geantwortet und haben halt gesagt, dass sie, also dass es ein Kloster-Tagebuch ist, in dem die Geschichte ja vom Kloster erzählt wird und auch von den von den jüdischen Kindern, die dort versteckt wurden, also es waren vier, und dass sie eben von dem Tagebuch also gedacht hätten, dass es, also Teller haben sie genannt, ja, also der jüdische Name war Jochevet, aber im Kloster haben sie Theresia genannt, und ich konnte es nicht aussprechen, deswegen hat sie Teller gesagt und so. Und und dann so nach 60, 70 Jahren hören sie, dass das Kind, was so als Kind verstorben ist, inzwischen eine Großmutter hat und ein Kind in dem Alter, wo sie damals war sozusagen. Also es war sehr, sehr emotionell natürlich. Okay. Auch für meine Mutter, die das, also ihre eigene Geschichte sozusagen aus zweiter Hand gehört hat, ja, also hat ja keine Erinnerungen da im Alter bis zwei, drei Jahren, wo sie dann abgeholt wurde. Und wie sich das, also ich denke mal, so hat sie vielleicht mal erwähnt im Café Selig und es ist dann auch zur Tanja gekommen also ich denke, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich finde, die also für uns sowieso, aber ich denke mal auch so erzählt werden sollte. Ja. Jetzt ist ja in dem Film, also es gibt wahnsinnig viele extrem berührende Momente. Und es gibt eben auch diese Momente, wo zum Beispiel Ron Eiger, der ja auch in ihrem Film vorkommt, der auch mit Herrn Grossmann ja nach Polen reist und der in so einer Szene sagt, er hätte gerade erst am Tag davor eben erfahren, dass auch er 13 Familienangehörige ermordet worden sind.
Ich weiß nicht, ist es vielleicht eine dumme Frage, aber waren Sie vorbereitet auf auch eben diese neuen Erkenntnisse, die die Protagonisten gewinnen werden, wenn sie mit denen auf diese Reisen gehen werden? So, also kann man sich darauf vorbereiten, was da kommen kann, wenn man mit Menschen zum Beispiel eben wie in dem Fall nach Polen reist und in diese Traumata zurückgeht und so weiter? Nee, überhaupt nicht. Also zum Beispiel in dieser Szene, da stand Nathan mit Ron weiter weg. Ich war wirklich weiter weg. Ich habe gar nicht mitbekommen, was die da sprechen unbedingt. Und wusste dann in dem Moment auch nicht genau, was in Ron vorgeht. So, ja. Sondern habe sozusagen die da mit dem Mitarbeiter der Gedenkstätte dort, sind ja da so rumgelaufen. Ich habe das einfach geschehen lassen, ja, und habe mich eher da zurückgehalten. So, oder, ja, ich wusste natürlich, dass Ron zum Beispiel sehr aufgeregt ist, das hat man schon mitbekommen, aber jetzt nicht die Details. Das habe ich dann wirklich erst dann im Schnitt mitbekommen. Mhm. Und oftmals, also jetzt bezogen auch auf Ron und Nathan, sehr oft haben sie auch Hebräisch gesprochen, ja, und da verstehe ich nicht sehr viel, ja, und habe dann wirklich auch, ich habe das dann alles transkribieren lassen, übersetzen lassen, und dann habe ich viele Dinge erst wirklich viel später im Schnitt erfahren, ja, worüber sie da gesprochen haben, worüber sie sich gestritten haben oder auseinandergesetzt und so weiter, ja, also, und ähnlich war es dann auch zum Beispiel mit Henry, da waren ja dann auch Begegnungen mit, zum Beispiel mit der amerikanischen Reisegruppe, das ist dann einfach geschehen, ja, und passiert. Sie haben sich ja dann auch im Schnitt und dann in der Fertigstellung des Films ja dafür entschieden, da sehr, sehr wenig, Sie kommentieren das ja nicht, Sie ordnen auch das nicht ein, Sie sagen jetzt nicht, jetzt sind wir April und wir fahren jetzt nach Lodz oder so. Ich finde, das ist eine der ganz großen Stärken des Films. Ich finde das genau toll, dass Sie das so machen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, dass wir gar nicht so richtig wissen, was ist wann eigentlich genau und wo sind die eigentlich, dass man sich da sehr konzentrieren muss? Oder vielleicht auch, ist es nicht wichtig? Ich weiß es nicht. Gut, also man hätte natürlich, das hätte man natürlich auch alles machen können, sozusagen an jedem Ort einblenden können, München, Wolfratshausen, wo wir auch sind, in diesem, wo das DP-Lager war. Dann all diese Orte in Polen, also Izbica, Kujawska und Kulmhof, Chełmno, Lodz, Skierz. Aber irgendwie, das war dann eher so aus dem Gefühl heraus, brauchte man das gar nicht. Also wenn man wirklich genau zuhört, dann werden diese Orte auch immer im Verlauf des Films auch gesagt. Ja? Ja. So, und Leute, die es wirklich interessiert, wo sind wir denn da, was ist denn das da für ein Hügel? Dann hören dann Leute oder schauen sich das nochmal an und kriegen dann mit, wo man da genau ist. Auf der anderen Seite so zum Beispiel dieser kleine Ort, ja, wo dann zum Beispiel diese Zeremonie ist auf dem Berg, an diesem jüdischen Friedhof, da habe ich das dann auch nicht eingeblendet, eben weil dieser Ort im Grunde steht für Hunderte oder Tausende anderer ähnlicher Orte in Polen oder in Mittelosteuropa, Osteuropa. Und das war einfach so eine Entscheidung, wenn man dann sozusagen wenn man einmal sagt, hier blendet man nichts ein, dann muss man das sozusagen für alle anderen Orte auch so. Ja, das stimmt. Wissen Sie, Herr Ronell, ich weiß, Sie sind jetzt in der Schweiz, aber waren ja lange in München. Wie ist denn Ihr Kontakt zu den vielen Menschen, die wir im Seligfilm kennenlernen? Haben Sie Kontakt? Wie geht's allen? Wenig. Also ich muss sozusagen, ich habe so einen Fuß in München und einen Fuß in der Schweiz. Das ist immer noch so ein, aber das Problem ist, glaube ich, einfach, dass das Café als Café momentan nicht existiert. Und ich halte viel Kontakt über die Kollegen der Sozialabteilung in der jüdischen Gemeinde. Und ehrlich gesagt ist Tanja ein gewisser Kontakt auch, der sozusagen über Tanja gibt es sehr viel Kontakt zu den Leuten. Eine Rolle ist dann auch ein bisschen speziell vielleicht, und es geht für mich auch nicht, dass es so, also es ist auch nicht der Kontakt, den ich jetzt unbedingt aufrechterhalten kann und wollte, sondern für mich ist es wichtig, dass dieser Ort entstanden ist. Und dass dieser Ort, und das ist wirklich momentan ein Riesenproblem, dass diese Leute jetzt in so einer Isolation sind, die, glaube ich, doppelt schwierig ist. Und wir verlieren zum Teil die Gäste, sie sind älter, sie werden älter. Und das macht einem richtig Sorgen. Also das ist natürlich jetzt nichts Spezielles für diese Gruppe. Aber gerade für die ist das etwas, was so
einen Impuls gegeben hat. Also ich war viel dort immer wieder. Ich war auch dort, als ich schon in der Schweiz war und habe besucht. Und die Art und Weise, wie die miteinander in Kontakt gekommen sind und wie die ihren Raum dort genommen haben. Und so selbstverständlich, man muss sich vorstellen, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, dass wir dort Menschen hatten, die direkt nach dem Holocaust, nach der Shoah, in Deutschland geblieben sind, in München geblieben sind. Und die waren junge Erwachsene und die haben vielleicht eine zweite Familie gegründet und die haben einen Beruf ausgeübt und die haben vielleicht ein Geschäft gehabt und haben dort vielleicht nicht jüdische Mitarbeiter gehabt und haben dort einen Alltag gelebt in den Anfang der, also 50er, Ende der 40er, 50er Jahre, wo das überhaupt nicht von der deutschen Mehrheitsgesellschaft ausgehalten wurde, dass diese Menschen da waren. Ja. Das heißt, sie waren immer noch in einem Gefühl von diesem sehr, sehr zentralen Satz von Norbert Wollheimer, wir sind befreit, aber wir sind nicht frei. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Und was bedeutet das eigentlich? Das Nicht-Frei-Sein zieht sich über die Jahrzehnte zum Teil, zieht sich über die Jahrzehnte in der bundesrepublikanischen Geschichte, in ihrem kleinen Alltag mit einer Umgebung, die nie in der Lage war, also man ist selber kaum in der Lage, so wie Benjamin gerade erzählt hat, selber kaum in der Lage zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Man kann das nicht verstehen. Man kann nicht verstehen, was heißt es, 13 Angehörige verloren zu haben. Es ist nicht verständlich, es ist nicht verstehbar. Und noch weniger verstehbar oder aushaltbar ist es, es ist eine permanente Anspannungssituation zwischen der deutschen, nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft und diesen Leuten. Was bedeutet das in Kontakt mit ihrer Umgebung, diese Erfahrung in ihnen selbst zu tragen? Und ich glaube, das macht was mit Menschen, in einer permanenten sozusagen Außenposition zu sein, in einer Nicht-Mehrheitsposition zu sein, auch zu wissen, wenn ich anfange, meine Geschichte zu erzählen, das hält kein Mensch aus. Und ich mache damit etwas, was mit Beschämung zu tun hat, was mit vielleicht auch Beteiligung eigener Familien oder auch sich selber, also in den 50er Jahren, 60er Jahren, Leute haben ja noch gelebt alle. Das waren ja zum Teil die phantasmatisch eigenen KZ-Wächter waren vielleicht plötzlich meine Kunden oder meine Kollegen oder wie auch immer. Und ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Und irgendwann bricht es und irgendwann kann man es nicht mehr aushalten, glaube ich. Und dieses Gefühl von Ghetto irgendwie aufzuweichen und zu sagen, es gibt einen Platz, wo man sich so nicht fühlen muss. Das ist die Idee vom Café Selig gewesen. Und dazu kommt, dass man Leute hat, die einfach älter sind, die auch isolierter sind, die auch oft in finanziell ganz schwierigen Situationen sind und die man unterstützen muss. Und insofern auch der Kontakt, den wir jetzt halten können, und Tanja kann dann ein Lied davon singen im Moment, er ist auch nicht so, es ist ein anderer Kontakt, als wenn wir wissen, sie kommen einmal, wir organisieren Taxis, die kommen dann dahin gefahren zum Teil, und das ist ein anderer Kontakt, als wenn sie dort sind. Und ich hoffe sehr, dass das Öffnungsmöglichkeiten sein wird, dass dieses Café noch eine Weile wieder funktionieren wird. Und das ist so die Situation. Jetzt hat der Herr Rosendahl ja vorhin schon gesagt zu ihm, dass es die Geschichte seiner Mutter, genauso wie so viele andere Geschichten, sind es ja wert, erzählt zu werden und sind es wert, erhalten zu werden, ne, und dass sie erinnert werden. Wie haben denn andere Protagonisten und Protagonistinnen auf ihren Film denn reagiert? Weil er es ja auch schon gesagt hat, sehr, sehr emotional natürlich, was da an Geschichten und Traumata und so weiter erzählt wird. Wie war denn die Resonanz bisher? Das ist jetzt die Münchner Premiere, aber der Film ist ja jetzt schon da und Ihre Protagonisten haben sicher schon gesehen. Ich habe einzelnen, also der wichtigen Protagonisten den Film schon geschickt, aber jetzt zum Beispiel das Café Selig als Café hat den Film noch nicht gesehen. Weil also der Film war, der wurde sozusagen fertig, als Corona schon, da war. Also eine Handvoll von Protagonisten haben den Film gesehen und waren natürlich sehr berührt. Aber ich würde mich natürlich total freuen, wenn es uns gelänge, den Film, also sobald das Café Selig wieder aufmacht, so im Juni, Juli, ich weiß es ja nicht, dass wir dann was organisieren, so ganz privat, also nur die Besucher des Café Selig dann kommen und sich den erstmal anschauen. Also nicht öffentlich, sondern nur das Café Selig. Also, aber nachdem das Café Selig, so wie ich es jetzt verstehe, aus Ihrem Film und aus dem, was Sie alle berichten, muss es ja kein fester Ort sein, oder? Wenn wir im Sommer vielleicht
ein Open Air machen können. Ja, Open Air, ja, die Idee hatte ich auch schon verworfen. Oder vielleicht können Sie hier im Silbersaal, hier kann man wirklich sehr groß mit Abstand sitzen. Ja. Wir schauen, dass wir unsere Connections nutzen zum Deutschen Theater. Das wäre ganz toll. Also es wäre wirklich toll, wenn wir das... Oder, Joram? Ja, ich glaube, das, was man vielleicht auch so... Also Tanja hat ja eine spezielle Rolle, wie man merkt. Weil Tanja ist einerseits die Filmemacherin, aber ich weiß nicht, wie man es in Soziologie genau nennt, aber sie ist teilnehmende Beobachterin in gewisser Weise ja auch. Und als teilnehmende Beobachterin ist sie, hat sie geschafft, etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und das, vielleicht muss man das auch mal ein bisschen hier nochmal sagen. Ja. Ich, als Analytiker vielleicht eine falsche Idee, aber vielleicht ist auch ein Grund, dass diese genauen Erklärungen nicht die ganze Zeit eingeblendet werden, wo und wann und wer, ist auch ein bisschen ein Schutz für unsere Hauptdarsteller. Vielleicht, unbewusst oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein kleiner sozusagen Rahmen ist. Aber was Tanja geschafft hat, ist ja etwas, was sehr besonders ist. Also ist ja, irgendwie wurde sie so als, also wurde sie akzeptiert, dass da eine ist, die da kommt. Und das ist für uns als Team immer sehr, sehr schwierig gewesen. Wir wollen dieses Café haben, wir wollen aber auch mit der Gesellschaft, mit der Stadtgesellschaft auch in Kontakt sein. Und wir haben Kinder eingeladen, wir haben Musiker eingeladen, wir haben verschiedene so Vorträge organisiert. Aber wir haben eigentlich nicht gewollt, dass das sowas ist, wo man hinkommt und dann sozusagen exotisch irgendwie ein also das ist kein Tierpark, wo man irgendwie, jetzt schauen wir mal uns ein paar Überlebende an, wie fühlt sich das an, sondern das ist ja ein ganz schützenswerter Raum auch. Und da kämpfen unsere Kolleginnen und Kollegen auch sehr stark darum, dass es eben kein öffentliches Café ist, sondern dass es ein geschützter Raum ist. Und Tanja hat mit ihrer Art und mit ihrem Interesse und mit ihrem authentischen Interesse, glaube ich, auch und auch gleichzeitig ihre Zurückhaltung geschafft, dass da viel Herz für sie und für ihr Projekt und für die Bedeutsamkeit auch des Projekts entstanden ist. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, Tanja, das sage ich dir jetzt auch so aus die Ferne, dass du diese Filmemacherin geworden bist, die Tür dort auch zu den Leuten geöffnet hast. Und wie viel Sensibilität das bedeutet für Menschen, die richtig Panik haben, über ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben Ängste, die wirklich auch körperlich schon mit massiven Symptomen zu tun haben könnten zum Teil. Wie die geschafft hat, die Tanja eben ohne Druck und ohne irgendwie, jetzt müssten wir mal und so, und einfach mit sehr viel Geduld, und plötzlich entstanden Szenen, die wir nicht gedacht hätten, dass sie entstehen können. Die Offenheit, die entstand, auch plötzlich was. Und das ist das Schöne, was im Film, finde ich, sich widerspiegelt und über deine Arbeit, Tanja, möglich war, was aber auch im Café möglich ist. Wir haben nie... Also ich bin als Therapeut, wir müssen reden, ja, wir müssen über alle Schicksalsfragen, man muss alles klären, man muss die Katharsis, alles muss raus und so. Ich habe über das Café Selig verstanden, dass Schweigen und Nichtreden eine sehr legitime Art und Weise ist, wie man mit extremen Traumatisierungen umgehen kann, auch in Familien. Ich habe aufgehört, diese sozusagen Plädoyer für das Sprechende, Klärende, und das ist manchmal vielleicht keine gute Lösung. Und dennoch entsteht, vielleicht als kleine Anekdote, es gibt in diesem Café Tische, die von Gästen, die nicht darüber sprechen. Mhm. Die sprechen nicht über Buchenwald und die sprechen nicht über ihre Appellerfahrungen, wo Menschen neben ihnen erschossen worden sind, ohne Grund. Sondern die sprechen über ihre Schwiegertöchter und dass sie mögen und nicht mögen. Und sie sprechen darüber, dass der Kaffee heute ein bisschen kalt ist und dass man den Kuchen hätte man auch ein bisschen großzügiger verteilen können, verdammt nochmal. Und es gibt solche Tische. Und dann gibt es Tische, und da ist Nathan, unser Kämpfer, und jemand, der dort auch ein Vorsteher eines dieser Tische sozusagen war. Und die harten Sachen besprochen. Das war nicht möglich für jeden. Und Benjamins Eltern waren wiederum an einem anderen Tisch, und es gab immer so eine gewisse sozusagen Soziologie dieses Cafés. Und was sehr spannend war zu sehen, dass die im Café geschafft haben, diese, sag ich mal, kulturellen Inseln zu verstehen und zu respektieren. Und dass man, wenn man an den Tisch geht, dann wird man über Kaffee und Käsekuchen sprechen vielleicht, und am nächsten Tisch wird man sich beklagen, dass die Klavierspielerin wieder nicht gut geschafft hat zu spielen. Und am dritten Tisch wird vielleicht über eine Gemeinsamkeit berichtet, die kaum jemand aushalten kann. Ja.
Was gemeinsam ist, das wiederhole ich jetzt vielleicht ein bisschen, ist, dass es kein, dass alle dort das Verständnis dafür haben, das Erleben haben, dass sie sich nicht erklären müssen. Das ist, finde ich, so das Zentrale an dem. Sie müssen nicht einer nicht verstehenden Mehrheitsgesellschaft erstens die Konfrontation ersparen, das müssen sie nicht, müssen sich nicht ersparen gegenseitig, aber sie können auch nicht sprechen. Und das ist so für mich, ich habe sehr viel lernen können über unsere ja, Hauptdarsteller, das vermischt sich jetzt gerade, sind es im Café die Hauptdarsteller oder im Film. Und das ist ein großes Geschenk gewesen. Und irgendwie, eigentlich sind wir ja die, denen, also wir müssen denen ja was schenken eigentlich. Aber jetzt ist aktuell das Café Selig natürlich gerade, muss pausieren aus der bekannten Situation. Aber wie steht es denn eigentlich ums Café Selig? Also sobald Corona irgendwie im Griff ist, geht es dann problemlos weiter? Also das ist eine wichtige Frage für uns, weil wir als Café, sehr auch interessant, bin ja kein Gastwirt, aber ich muss mich um mein Café kümmern. Und wir kümmern uns gerne um dieses Café, aber insofern darf ich das kurz auch sozusagen nutzen, die Frage auch, es gibt die Möglichkeit zu spenden. Das ist tatsächlich nicht so trivial. Wir haben hohe Kosten, die gar nicht so leicht sind zu bekommen. Wir haben mit vielen Stiftungen gute Kontakte und sind sehr, sehr dankbar um alle, die sozusagen unterstützen. Aber das sind Kosten, die nicht trivial sind, die wir immer wieder Jahr für Jahr versuchen müssen aufzubringen. Und insofern, wenn wir dieses Millionenpublikum vom Dockfest auch nochmal dafür begeistern können, freuen wir uns auch, wenn wir das kurz einblenden dürfen. Das machen wir, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle und hoffe, dass wir das hinbekommen. Und ich möchte natürlich Ihnen zu Hause ganz, ganz unbedingt ans Herz legen, für diesen wunderschönen Film abzustimmen, für unseren Publikumspreis. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Herzliche Grüße natürlich an alle. Alles Gute fürs Café Selig, Benjamin Rosendahl, Joram Ronell und Tanja Cummings. Vielen herzlichen Dank für Ihre aller Zeit so herum. Dankeschön. Vielen Dank.